Das kann ja passieren. Sie sind auf einem fremden Planeten gelandet, verehrte Zuseher, und begegnen doch diesen hässlichen Mikrozephalen. Richtig, diesen Wesen mit den winzigen Köpfen, deren Stimmung so schnell umschlägt. Ja, manchmal werden die richtig aggressiv. Wie können Sie sich aus dieser Klemme befreien? Ein Meteorit hat die Steuerung Ihres Raumfahrzeugs demoliert. Vom Acker kommen Sie also nicht mehr. Hilft selbstverständlich nur noch die Flucht durch die Zeit. Die kann man bekanntlich auch rückwärts laufen lassen, wenn man weiß, wie das geht. Einer wusste das ganz genau, wie das geht. Und er hat es uns häufig vorgemacht. Er ist die Hauptperson unserer heutigen Sendung, war der meistgelesene polnische Autor des 20. Jahrhunderts und kam 1921 als Stanisław Lem in jener Stadt zur Welt, die auf Deutsch Lemberg genannt wird. Als Stanisław geboren wurde, trug die Stadt übrigens den Namen Lwów. Die Polen hatten sie 3 Jahre zuvor erobert und diesen Sieg mit einem zünftigen Pogrom gefeiert, dem mehr als 60 Juden zum Opfer fielen. Es war nicht das erste und beileibe nicht das letzte Verbrechen, das hier an Minderheiten begangen wurde. In Lemberg lebten viele Minderheiten. Polen, Juden, Ukrainer, Ruthenen, auch Ungarn, Russen und Deutsche. Sie beteten in verschiedenen Kirchen zu ihrem Gott, kamen aber meistens verträglich miteinander aus. Das alte Lemberg galt als Beispiel für ein geglücktes kulturelles Nebeneinander. Das Fremde gehörte in dieser Stadt zum Alltag. Lems Vater, Dr. Samuel Lem, war ein angesehener und recht wohlhabender Arzt, Spezialist für Kehlkopferkrankungen. In der Wohnung der Familie an der Bajaska-Straße türmten sich Bücher und Stanisław durfte sie alle lesen. Gedichte und anatomische Abhandlungen, Romane und Einführungen in die verschiedenen Zweige der Physik. Auf dem Gymnasium mussten sich die Schüler einem der gerade in Mode gekommenen Intelligenztests unterziehen. Der Durchschnittswert lag wie stets bei 100. Der junge Lem kam auf 180. Der Weg zu einer brillanten wissenschaftlichen Karriere schien vorgezeichnet. Die Kindheit war glücklich, wie Lem in seinen Erinnerungen schrieb, die er 1968 unter dem Titel »Das hohe Schloss« veröffentlichte. Die Weltpolitik sorgte dafür, dass das Schicksal eine andere Wendung nahm. 1939 besetzten die Sowjets diesen Teil Ostpolens, wie es zwischen Hitler und Stalin ausgemacht war. Dann fielen deutsche Truppen über die Ukrainer her und machten 1941 aus Lwów oder Lwów, wie man auf Ukrainisch sagte, wieder Lemberg. Joachim Freiherr von der Leyen wurde des Führers Statthalter und machte sich bald als Massenmörder einen Namen. Mal ließen die Deutschen gezielt exekutieren, wie im Fall der 25 polnischen Professoren. Mal zählte nur die schiere Zahl der Opfer. Über 500.000 Juden, Galizier, Polen, Ukrainer verschwanden in den umliegenden Vernichtungslagern. Stanisław Lem überlebte unter falschem Namen als Mechaniker und Schweißer in einer deutschen Firma für Rohstoffgewinnung. Sein Medizinstudium in Krakau hat er abgebrochen, um möglichst unauffällig zu bleiben. Unauffällig musste Lem aus 2 Gründen sein. Einmal, weil er Jude war, zum anderen, weil er sich in der polnischen Widerstandsbewegung engagiert hatte. Er überlebte, er nahm sein Studium der Medizin wieder auf und musste sich erneut in einer totalitären Gesellschaft einrichten, diesmal im von den Sowjets in ihren Machtbereich gebrachten Polen. Mit diesen Sowjets war in den polnischen Universitäten auch eine neue Doktrin der Biologie eingezogen. Nach ihrem Gründer hieß sie Lysenkoismus und sie behauptete, ganz grob gesagt, dass man über die Umwelt auch die Erbanlagen verändern kann. Das wurde im großen Stil an Getreide ausprobiert und einige Hungersnöte später war man klüger. Doch da Stalin persönlich auf Lysenko gesetzt hatte, durfte das niemand zugeben. Stanisław Lem war damals noch nicht 30. Wie er später erzählte, faszinierte ihn an der Lehre des Lysenko der Gigantismus des Projektes, der versuchte Griff nach der totalen Beherrschung der Natur. Andererseits war ihm als Wissenschaftler natürlich klar, dass die theoretischen Voraussetzungen dieser Lehre der reine Mumpitz waren.
Als es bei Lems Abschlussprüfung zum Schwur kam, entschied er sich für die wissenschaftliche Wahrheit. So erhielt er zwar ein Diplom, noch keine Anstellung als Arzt. Ein fantasievoller Biograf könnte jetzt flink ein Muster entwerfen, das die Verbindung aufzeigt zwischen einem hochintelligenten jungen Mann, der in seiner Kindheit die verschiedensten Kulturen erlebt hatte, der wissenschaftliche Neugier mit dem Wissen eines Konstrukteurs zu verbinden verstand und der nach Möglichkeiten suchte, aus einer streng normierten Welt auszubrechen. Wenn Sie zu diesen Bedingungen noch eine hohe Begabung zum literarischen Ausdruck hinzurechnen, wird eine solche Person fast zwangsläufig in einem Genre landen, das den Namen Science Fiction trägt. Science Fiction ist zwar ein in den USA geprägter Begriff, doch er hat Vorläufer in der fantastischen Literatur Europas, etwa den Büchern des Jules Verne. Man kann auch schon früh in der UdSSR auf vergleichbare Formen stoßen. Denken Sie nur an den auch im Westen so berühmten Roman Andromeda-Nebel des Iwan Antonowitsch Jefremow aus dem Jahre 1957. Aber Stanislaw Lem war ein Eigenbrötler, kein Mann der fliegenden Fahnen. Am Schreiben interessierten ihn zunächst nur Gedichte, eine Ausdrucksform, die sich nun ganz am anderen Ende des Spektrums der Literatur bewegt. Doch auf Gedichte folgten Rezensionen für eine katholische Zeitung, dann einige Kurzgeschichten, schließlich der erste Roman, der aber lange in der Schublade blieb. Und danach, wir sind jetzt im Jahr 1951, das erste große Werk Astronautsche, der auf Deutsch zunächst den sehr viel schmissigeren Titel Der Planet des Todes erhielt. Dieser Roman spielt in einer unvorstellbaren Zukunft, also im Jahr 2003. In Sibirien wird ein merkwürdiges Objekt gefunden und analysiert. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass es auf der Venus entworfen wurde und der Vorbereitung eines Angriffs der Bewohner des Planeten Venus auf die Erde diente. Eine Expedition wird zusammengestellt, die auf der Venus nach dem Rechten sehen soll. Die Mitglieder dieser Expedition, ein Amerikaner, ein Russe, ein Inder und ein Chinese, erfüllen bereits den Traum einer Weltgemeinschaft, in der die verschiedensten Kulturen harmonisch miteinander kooperieren. So trägt der Chinese den Namen Lao Tzu und man darf getrost an den Begründer des Daoismus denken. Menschenähnliches Leben wird auf der Venus nicht gefunden, aber der Planet steckt voller Geheimnisse und Gefahren, die von merkwürdigen Anlagen zur Leitung von Energieströmen ausgehen. Stellt sich schließlich heraus, dass die Bewohner der Venus tatsächlich den finsteren Plan gefasst hatten, die Menschen auf der Erde zu überfallen, dass es aber bei der Vorbereitung dieses Planes zu fatalen Kämpfen innerhalb der Venus-Gesellschaft kam, in deren Verlauf schließlich die hochentwickelten Waffen von den verschiedenen Fraktionen gegeneinander eingesetzt wurden. Am Ende ist alles Leben auf der Venus erloschen. Nur die Fragmente der Zerstörungsmaschinen lassen auf die üblen Absichten und die üblen Folgen schließen. Stanislaw Lem hat sich später von diesem Werk distanziert, ein wenig zu Unrecht, finde ich, einmal, weil das Buch kommerziell so erfolgreich war, dass er fortan als freier Schriftsteller leben konnte. Und zum anderen, weil manche Leser, und ich zähle mich dazu, ihre Science-Fiction nicht zu kompliziert gestaltet sehen wollen und sich stets über einen glücklichen Ausgang freuen. Gut, dass dieser Ausgang wie bei Lem einen kommunistischen Anstrich tragen musste, sicher Menschen nach der Anfang der 50er Jahre in einem Land des Warschauer Paktes publizieren musste. Aber das Verhältnis von Lem zum Genre der Science Fiction und auch zu dessen Vertretern war nie ganz einfach. In den 70er Jahren sollte er Ehrenmitglied der amerikanischen Vereinigung von Science Fiction Autoren werden. Allerdings schätzte er dort nur einen einzigen Autor und jener wiederum hielt Lem für einen Agenten des internationalen Kommunismus und meldete diese Erkenntnis sofort dem FBI. Gut möglich, dass Lems großer Landsmann und schreibender Kollege Richard Gabuschinski recht hatte, als er bemerkte, es gäbe eben Autoren, deren Fantasie, wie eben die Lems, nicht für alle Kulturen zugänglich seien.
Andererseits wurden Lems Romane mit großer Begeisterung in den verschiedensten Ländern aufgenommen. Sieht man einmal von der DDR ab, in der die Vertreter des sozialistischen Romans einen besonders harten Kampf gegen die Fantasie fochten. Aber ein Roman wie Solaris, den Lem 1961 vorlegte, wurde in mehr als 30 Sprachen übertragen und war auch im Kino ein Kassenschlager. Jedenfalls in der eindrucksvollen Verfilmung von Andrzej Tarkowski aus dem Jahr 1972. Ich darf Ihnen hier die Geschichte kurz rekapitulieren. Solaris ist der Name eines Planeten, der überwiegend von einem mysteriösen Ozean bedeckt ist und auf dem eigenartige physikalische Gesetze zu herrschen scheinen. Die internationale Gemeinschaft hat daher auf dem Planeten eine Raumstation aufgebaut, die von einer Handvoll Männern bewohnt wird, deren Verhalten den Kollegen auf der Erde immer wunderlicher vorkommt. Es wird also ein Psychologe beauftragt, die seltsamen Vorgänge auf der Station nicht nur aufzuklären, sondern das Forscherleben in einen Zustand der Normalität zurückzuversetzen. Dieser Psychologe heißt Kelvin und die Zustände, die er vorfindet, sind in der Tat besorgniserregend. Alle Männer scheinen von einer unerklärlichen seelischen Last befallen zu sein, die ihnen die Lebenskraft oder den Verstand nimmt. Auch unser Psychologe, auch Kelvin, spürt bald, dass sich in seiner Psyche Veränderungen zutragen. Als er dann noch seiner verstorbenen Frau begegnet, zweifelt er vollends an seinem Verstand. Die Lösung liegt in jedem Ozean des Planeten. Er hat das Vermögen, aus menschlichen Erinnerungen und Gefühlen dreidimensionale Figuren zu schaffen. Kelvins Frau beging vor ein paar Jahren Selbstmord. Der Psychologe fühlt sich seither schuldig an diesem Tod. Er wirft sich vor, nie auf die Ängste seiner Frau eingegangen zu sein. Jetzt formen sich die Schuldvorwürfe, die Bilder der Erinnerung, die unterdrückten Gefühle zu einem lebendigen Etwas, das spricht, das argumentiert, das wohl auch fühlt, wie seine verstorbene Frau. Ich habe hier die Geschichte von Solaris nur angerissen, verehrte Zuseher. Sie sprengt, weiß Gott, den Rahmen, in dem sich viele andere Erzähler bewegen, die uns Bedrohliches aus anderen Welten berichten. Lem ist ein Geistesverwandter von Kafka und mit dem Thema Schuld kennt er sich aus wie Dostojewski. Er bewegt sich ungeniert zwischen Robotern und gefährlichen Magnetfeldern. Die Zeit, wir haben ganz zu Anfang darauf hingewiesen, hatte er im Griff und auch ihr Gegenteil. Stanislaw Lem starb 2006, war eben der Glücksfall eines intellektuellen und literarischen Kosmonauten. Wer dort aufgewachsen ist, wo meine Wiege stand, erzählte er 1983 im Berliner Wissenschaftskolleg, zwischen Ruthenen, Ukrainern, Ungarn und mindestens einem Dutzend anderer Völkchen, der kennt keine fremden Galaxien.